Servus. Au, ich freue mich so. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert jetzt. Ihr wisst ja, die Reolink hat mich ja richtig geärgert. Ja? Und jetzt habe ich K&F Concept mal angeschrieben. Die haben nämlich sowas in wirklich sehr günstig. Aber die hat halt WLAN. Für mich persönlich wäre hier genial WLAN, weil ich habe hier ja WLAN. Wäre ja dumm, wenn ich Datenvolumen, wie gesagt, verblase ohne Ende, wenn ich ja hier WLAN habe. Ja. Aus dem Grund ein kleines Unboxing im Prinzip. Ich hole euch mal näher her, dann schauen wir da rein und ich mache das in Echtzeit mit Einrichtung, mit allem drum und dran, dass ihr könnt es auch vorspulen, wenn was nervt. Aber da seht ihr gleich, wie das dann funktioniert. Ich habe auch meine kleine Lubi hier. Falls das Ding keinen Strom hat, weil das geht über Solar, aber dass ich schon mal zwischenladen kann jetzt, habe ich mir mein Lubi hier hergestellt und lade da mal raus dann. Aber ich hole euch, oder ich komme zu euch, nee, ich komme, doch, hier, gehen wir her. Und dann machen wir das Ganze einmal nach, falscher Kopf, nach unten, ja, genau, und jetzt können wir uns das anschauen. Ich bin wirklich gespannt, wie die Kamera funktioniert. Ich bin wirklich gespannt, weil, okay, also ich sehe schon mal, ich brauche mein Handy. Habe ich mein Handy da? Ja, ich habe mein Handy da. Also, okay, first use, download, bla bla bla. Okay, Android ist das hier. Cloud Edge, Search Cloud Edge, okay. Ich lade die schnell, dass die schon mal installieren kann. Ich mache einen kleinen Cut, nur dass es dann schneller geht für euch. Also, Cloud Edge wird installiert. Das haben wir schon mal. Also, die App haben wir schon mal drauf. Ja, da ist so Anbringungsmerkmale, also dass das Solarpanel nicht unter die Büsche machen soll und so. Okay, da gehen wir jetzt mal davon aus, das kriegt jeder hin. Das hier ist, was ist das hier? Ah, ich glaube, das sind Aufkleber zum Vorbohren für Dübel oder so, wenn man es an der Wand befestigt, dann kann man die hinkleben und dann hat man das schon angemacht. Ja, hier. Okay, legen wir mal weg. Dann hier, oh my goodness, eine Beschreibung. Reset-Knopf, oh, das gefällt mir, das Ganze in Deutsch. Okay, das ist nur so dick. Also schauen wir mal, was nur Deutsch ist. Dass wir das mal sehen. Also, das hier ist Germany. Also, Beschreibung haben wir dabei. Das ist das Solarpanel. Solarpanel. Dann das hier ist, ja, sind auch Schrauben und Dübel dabei. Okay, also wie gesagt, wir machen das jetzt mal alles gemeinsam. Dann seht ihr mal, wie doof ich mich hier anstelle oder auch nicht. Okay, also, ich glaube, das habe ich schon verstanden, wie es gehört. Das hier durchgesteckt, hier drauf, angeschraubt. Und umso fester ich ziehe, wird das hier vorne fest und auch links und rechts. Hey, das ist ein cooles System. Habe ich so in der Form noch nie gesehen. Ich muss das jetzt mal hier runterstellen, weil sonst kriege ich einen Knick in der Optik. Ja? Oh, jetzt habe ich es aufs Panel gestellt. Also, ganz einfach, wenn man hier anzieht, wird das fest und das. So, was haben wir noch? USB-Kabel. Okay, da kann ich das Ding dann auf jeden Fall schon mal laden. Ja, da kann ich das laden. Oh, das ist lang. Das ist wirklich lang. Ja, ich muss euch doch da hier rauf, sonst, ja, USB-Kabel ist dabei, wieder Dübel und Schrauben, also das Befestigungsmaterial ist komplett dabei, das ist schon mal sehr gut, das ist wirklich sehr gut, das ist auch hier, brauche ich jetzt in meinem Fall wahrscheinlich nicht, weil ich habe hier Holzschrauben, so, jetzt ziehen wir mal die Kamera hier raus, okay. Oh, okay.
Da vorne die Folie auch gleich mal runter, weil die vergesse ich sonst. Ich kenne mich doch. Mich interessiert jetzt, was das hier vorne ist. Ah, so sieht sie aus. So, jetzt ist die Frage, wie wird das Ding hier festgemacht oder abgeschraubt? Da wird es geladen. Also ich nehme mal an, nur durch das, dass ich sehe, dass hier geladen wird, ist das hier unten. Ich stecke die aber jetzt gleich mal hier an meiner Lubi an. Warte mal, ich stelle die ein bisschen rüber. Ja. Weil ich will, das Ding muss jetzt dann laufen. Und so, jetzt geht es mir eigentlich um das hier. Wie geht das hier auf? Wie geht das hier auf? So, jetzt brauchen wir wirklich die Beschreibung, weil für mich sieht das aus, das ist ein doppelteiliger Deckel. Den Deckel schraubt man an die Wand und der andere ist, und dann steckt man es, klipst man es drauf. So sehe ich das. Und normalerweise, sieht er, nee, Jungs und Mädels, nö. Das macht man nicht so, weil sonst wären hier die Löcher nicht so. Nein, das macht man nicht auf. Also das bleibt zu. Das bleibt zu. Man muss es hier durch anschrauben. Oh, das gefällt mir nicht so ganz. Da habe ich ein bisschen Angst. Da brauche ich einen ewig langen Schraubenzieher. Dass ich hier vorbei... Naja, das geht. Weil meine Schrauben sind eh so lang. Die reichen fürs Holz. Und warte mal, ich muss nur schauen, dass sie hier nicht nichts kaputt machen. Nee, das passt mir. Kann ich sie so eindrehen, das reicht mir. Ja, das reicht mir. Also müsste sie ja jetzt laufen. Dann machen wir mal hier oben, ist auch nochmal so ein Gumminippel. Ich weiß, man sollte die Beschreibung lesen. Ich bin nicht so der Beschreibungsleser. Okay, also hier hat man einen Slot für eine Micro-SD-Karte und Reset. Das freut mich, da steht es ja endlich mal drauf. Komischerweise finden wir das wirklich selten, dass das so draufgeschrieben wird. Und hier ist on. Aber jetzt lese ich, was heißt ich lese? Jetzt mache ich mal einfach die App auf. Weil oftmals ist es so, dass, öffnen, dass die App dann eigentlich genau schon erklärt, was man tun soll. Ach komm, jetzt muss ich hier ein Konto einrichten. Ah, ich mache es über Facebook. Als BeLive fortfahren. Sowas ist immer was, habe ich immer ein bisschen Bauchweh. Ja? So, jetzt kriege ich eine E-Mail. Oh, jetzt muss ich hier. Okay, E-Mail. So, nein, die E-Mail nehmen wir nicht. Wir nehmen die hier. Und dann muss ich jetzt muss ich mein E-Mail-Konto gehen, das hilft nichts. Jetzt muss ich in mein E-Mail-Konto gehen. Gemacht. Aber jetzt schauen wir mal. Weil der sagt jetzt, ich soll E-Mail eingeben, Verifizierungscode, keine Ahnung, Code bekommen. Hä? Ah, jetzt läuft hier die Zeit runter. Ah, okay, E-Mail eingeben. Okay, dann gehen wir mal hier wieder in die E-Mail. Da muss man sich direkt beeilen, anscheinend. Ich schau mal. Aufschleudern, nein. Nein. Chunky, Ordner. Support, ja, jetzt ist sie da. 5716 ist der Code. Ah, den geben wir jetzt hier ein. 5716 ist der Code. Und da muss ich hier noch ein Passwort hinterlegen. Was machen wir für Hochsicherheitspasswort? 1, 2, 3, 4. Genau. Das ist wirklich 8 Ziffern. Ja, lecker, mio meter. Oh nein. Das ist irgendwie. Okay. Juhu! Es geht. Also Passwort ist drin. Machen wir hier gleich mal speichern, weil sonst vergesse ich es. Also, das war jetzt so viel zur Einrichtung. Gerät hinzufügen. So, was haben wir? Kabellose Kamera haben wir. Halten Sie die Ein-Aus-Taste des Geräts gedrückt, um das Gerät zu starten. Okay. Machen wir. Dann machen wir doch mal.
Ja? Wie lang soll ich gedrückt halten? Strom haben wir. Sie wird geladen, oder? Wird sie geladen? Ja, sie wird geladen. Okay, machen wir nochmal. Brauchen wir zwei Finger. Meine Wurstfinger. Jetzt komm, Baby. Wie lange soll ich dich drücken? Okay, jetzt warten wir einfach mal. Ja? Ich halte ihn jetzt einfach mal gedrückt. Angeblich soll sie blinken dann. Nee, tut sie nicht. So, was machen wir falsch? Ah, sie blinkt! Sie blinkt, sie blinkt. Okay, also dann, okay, wir haben Signal in der Nähe ihres Routers. Ja, wir sind beim Router. Ja, wir dürfen auch das machen, Positionierungs... bei Nutzung der App. Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten. Okay. Warten Sie, bis die Kontrollleuchte rot blinkt. Okay, okay. Also. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt leuchtet die. Die blinkt nicht, die leuchtet. Ja, ab und zu. So, das lassen wir mal aus. So. Und es hat bing, bing, bing gemacht. Ja? Ja, jetzt mal. Ja. Okay, wir haben resettet. Dann auf weiter. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, ja, das mit dem hier wollen Sie wir synchronisieren möchten. Das wollen wir und wir Bitte brauchen... Bitte wählen Sie ein 2.4G-Netzwerk und geben Sie Ihr Netzwerk-Kennwort ein. Ja, natürlich, das haben wir doch hier. Ja, Oh, jetzt habe ich schon eins eingegeben. Also. 1, 2, 8, 9. So, passt. Haben wir gemacht. Bestätigen Sie? Ja, ja. Bitte entfernen Sie den Schutzfilm von Ihrem Kameraobjektiv. Tippen Sie auf Weiter, um Ihren QR-Code anzuzeigen. Okay, ah, jetzt kommt der QR-Code. Jetzt muss ich den der Kamera wahrscheinlich zeigen. Was ist jetzt schon? Ich wollte es nur zeigen, liebe Kamera. Scannen Sie 25 cm. Ja? Aber er hat ja schon gemacht. Und da steht, wenn Signalton, geht's weiter. Okay? Abschließen. Bitte warten. Okay, bitte warten. Erfolgreich hinzugefügt. Stellen Sie Kamera und Telefon an den Ort der Kamerainstallation und drücken Sie auf Weiter, um die Netzwerkdiagnose aufzunehmen. Ah, Fralle. Oh, nein, Echo, ich mache den Ton aus. Also, aktueller Ort ist gut, Sie können die Kamera installieren. Wir haben hier auch schon ein Bild. Ja, hier. Weiter. Bitte verwenden Sie die Außenhalterung, wenn die Kamera im Freien installieren möchte. Es wird empfohlen, die Kamera in einer Höhe von 2 bis 3 Metern zu installieren. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht auf die Kameraobjektiv. Ja, die haben es endlich mal reingeschrieben. Das ist nämlich das, was ich immer sage. Wenn ihr euch so eine Kamera kauft, sie sind wirklich hart im Nehmen, die Kameras. Aber was die gar nicht mögen, das ist, wenn die Sonne da vorne permanent in die Linse knallt, da sind sie dann relativ schnell, also das Bild wird dann irgendwann schlecht. Wählen Sie eine Familie aus. Achso, wie das heißen soll. Okay, das heißt einfach Hinterhof. Erledigt. So, was ist jetzt? Familienmanagement. Jetzt komm, ich will einfach nur die Kamera sehen. Ja, ja, ich habe das alles verstanden. So. Nein, ich will nichts erstellen. Nein, auch keine SD-Karte. Wischen Sie nach links und rechts, Seite wechseln. Okay, okay. Beruhig dich. Okay, Bild haben wir schon mal. Wir wollen aber Bild in HD-Qualität. Oh, das ist gut.
Gegensprechfunktion. Okay. Roger Control. Oh, die ist gut. Die ist laut. Roger Control. Okay, passt. Man kann hier Foto machen. Man kann sie bewegen. Normalerweise. Ah ja, genau. Nur hintippen. Sehr schön. Okay. Batterie wird geladen. WLAN 100%. Okay, das sieht alles saugut aus. Dann schrauben wir sie mal dran und dann schauen wir uns das Bild in Real Life an. Ja. So. Also, ich würde sie gerne wieder. Jetzt machen wir erstmal das Solarpanel hin, weil die andere Kamera war da auch. Ja. Das ist halt, das ist alles Plastik, aber gut, man muss die Preise auch unterscheiden, ja, von dem Ding. Das kostet ein Fünftel die Kamera, ein Fünftel. Und ich bin jetzt schon mal, also, mir gefällt's. Also, bis jetzt super Bild, ja. Da schrauben wir das mal hin. Jetzt kannst du gerade, ich wollte 50er Schrauben mitnehmen, jetzt habe ich 70er. Ich schraube schnell mal den Halter hierher. Okay. So, liebe Bienen, ich weiß, ihr mögt keinen Akkuschrauber, aber da müsst ihr jetzt durch. Ja, das schrauben wir jetzt hier einfach dran. Hoppala. Zwei Schrauben reichen, der hat so drei Löcher, aber gut. Zwei Schrauben reichen locker, ja. Dann das Solarpanel. Da machen wir mal die Verkabelung, dass wir das auch gleich erledigt haben. So, beziehungsweise, oh, ich hasse das Kabelgewirr. Übrigens, diese Kabel mit einem Adapter, also dieses Solarpanel, eignet sich auch relativ gut, um Handys zu laden. Ja. Zwar sehr langsam, aber es geht. So, jetzt schrauben wir das mal dahin. Okay, okay, okay. Mal da hinten ein bisschen weiter aufschrauben. Dann kann ich nämlich das hier drehen. So, passt. Dann wird das hier so ausgerichtet. Hier angeschraubt. Das ist easy. Das ist easy. Das ist wirklich easy. Warte mal, ich will es hier noch ein bisschen verdrehen. Ja, komm. Ja, genau so wollen wir es haben. So wollen wir es haben. Dann hast du in der Früh gleich mal richtig schön Sonne und bist dann gleich wieder voll aufgeladen. So, die Kamera hätte ich gerne, nehme ich hier über den Eingang. Dann kann ich so in die Pampa und ich versuche, wenn es vielleicht geht, würde ich das auch gerne machen, dass die Kamera von euch, dass man da zugreifen kann drauf. Also sie läuft schon, ja, sie läuft. Und sie läuft und sie läuft. Aber das mit dem Anschrauben, das gefällt mir nicht ganz so, muss ich auch sagen. Aber sie läuft. Sie läuft. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal wirklich, 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 wirklich gut. Ich hole euch dann könnt ihr sie auch von außen anschauen. Ja. So. Ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht. Wie gesagt, die Kamera bleibt hier jetzt eigentlich provisorisch mal hängen. Für Woche, zwei, ja. Am besten ein paar Stürme wären gut. Das Kabel gefällt mir schon mal besser wie bei der Reolink. Ich sag's ungern, aber es ist halt so. Es gefällt mir wirklich besser, weil das einfach schöner schließt. Bei der Reo hatte ich das Problem, dass es immer wieder rausging. Also da muss man wirklich, da hat man wirklich aufschauen müssen, dass das. Ich verstehe es ja, da war so eine Gummidichtung drin. Jetzt schrauben wir das Kabel hier an. Nee, Schmarrn, ich klemme das nur. Ich klemme das nur hier oben ein bisschen, dass ich das nicht im Weg habe. Ja. Passt. Das können wir da oben reinlegen. So, jetzt provisorisch ist das völlig ausreichend hier. So. Völlig ausreichend, ja, hätte ich gesagt. So, hier ist auch keine Spannung drauf. Sehr schön.
So, und jetzt, also ich muss sagen, also ich finde Bombenbild, ja. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, ja. So, ich drehe euch mal. So, mit meinem neuen Spielzeug. So, also die hängt jetzt da einfach mal so. Ich habe die jetzt bewusst so ein bisschen hergeschraubt, dass die hier wirklich Regen abbekommt. Ja, also das ist nichts Vernünftiges eigentlich, aber die soll mal richtig schön Regen und Wind und Sturm abbekommen. Und das habe ich hier oben. Und hier, nicht runterfallen. Und hier hängt jetzt das Solarpanel. Ja. Was ich nicht mache, also ich kann sie früh morgens nicht in die Richtung schauen lassen, dann bekommt sie Vollgas die Sonne in die Linse. Weil hier geht die Sonne her, so hoch. Aus dem Grund werde ich die Kameraposition ungefähr so einstellen. So. Das, was ihr jetzt so sieht. Ja. Und ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob das Ding so funktioniert, wie lange sie. Aber bis jetzt muss ich sagen, kriegt sie von mir definitiv einen Daumen nach oben. So, klappt mal das Display wieder aus. Ja komm, klapp aus. Ich spiele jetzt hier noch ein bisschen. Ja, ich habe die auch, die brauche ich nämlich jetzt. Ich muss hier noch ein bisschen mit dem Freischneider arbeiten. Aus dem Grund, die ist immer noch voll im Einsatz. Also einmal in der Woche wird die Lubi rangenommen. So, mein WLAN-Passwort, das brauche ich auch nicht mehr. Die Aufkleber brauche ich nicht. Die Beschreibung, die nehme ich mit, also ich nehme alles mit runter, sagen wir mal so. Die Beschreibung nehme ich mit runter. Die Kurzanleitung nehme ich mal mit runter. Ja, ich nehme alles wieder mit. Aber bis jetzt, wo ist mein Handy? Ah, in der Hosentasche. Bis jetzt muss ich sagen, gefällt es mir. Also vom ersten Eindruck her muss ich sagen, okay, ich bin im Album. Nein. Schauen wir mal, Mitteilungen. Ich will jetzt bloß mal kurz durchscrollen. Gerät teilen. Ah. Okay, nee, geht nicht. Homesharing? Ja, geht auch nicht. Was ich testen will, genau, was ich noch testen will. Ich bin ja jetzt mit dem Handy im selben WLAN. Sowas funktioniert ja in der Regel immer. Jetzt gehe ich mal auf mein WLAN raus. Und jetzt schauen wir mal, ob sie immer noch und wie schnell sie reagiert. Ich habe hier eigentlich sehr schnelles Internet. Okay, ich habe auf HD eingestellt. Oh, schon das Bild da. Ja, und? What zur Hölle? Warte mal. Okay, der Zoom ist wirklich krass. Also der Zoom ist, das muss ich jetzt, oh ja, schon zeigen mal, ja. Hier, und jetzt pass mal auf. Ja, also das ist nicht schlecht. Also, gefällt mir. Jetzt bin ich gespannt, was? Warnung mit Ton und Licht, was ist das? Schaut mal einfach mal ein. Lichtwarnung, Warnung mit Ton und Licht. Nee, wir machen nur Lichtwarnung. Ja, klein Juppinger, da kannst du jetzt lang rumprobieren. Da probiert er eine ganze Zeit lang, der Alte. Anstatt, dass er es einfach liest, das steht nämlich drunter klein. Lichtwarnung. Sobald man bei der Kamera Lichtwarnung mit aktiviert, also Ton und Licht oder Ton, wenn man jetzt machen würde, würde sofort der Alarm losgehen. Sobald man Ton und Licht mit, also sobald mit Lichtwarnung ist, geht es nur, wenn die Kamera in Dunkelmodus, also in Nachtmodus geht, also wenn es dunkel ist. Vorher geht dann kein Alarm. Also ich würde dann sagen, wenn man den Alarm immer braucht, dann sollte man einfach ohne Licht machen, ja, dann nur auf Ton. Und ich muss jetzt schon sagen, also bis jetzt gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe, so viel ich weiß, einen, ich habe euch das bestimmt schon eingeblendet irgendwo, einen Gutscheincode für die Kamera. Und was mir, ich muss das jetzt, was mir sehr gut gefällt, das ist
die Gegensprecheinrichtung. Hallo? 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 Die ist schön laut. Da muss ich sagen, da hat die Reo, ja, war von dem Ton, also der Lautsprecher, der war wirklich verdammt leise. Also den hat man, ich habe ihn voll aufgedreht. Man hat es gehört, wenn man direkt neben der Kamera steht, in einem ruhigen Raum, hat man es gut verstanden. Aber das ist schon wirklich, das hört man definitiv. Ja. Das gefällt mir. Kalender, Cloud. Okay, okay, okay. Videodateien werden geladen. Das gefällt mir. Jetzt machen wir aber trotzdem mal Warnton mit Ton und Licht. Lautstärkenregler, voll aufgedreht. So. Und jetzt gehen wir zurück, lassen das laden. Das ist angeblich, das muss ich, ich muss jetzt, ihr könnt es ja schon lange ausschalten, aber ich will das jetzt testen und was da passiert. Ja, und wie laut die wird. Haha, ich bin der böse Einbrecher. Und ich bin auch eingebrochen. Jetzt komm, mach Püp, Lüb oder irgendwas. Bewegungserkennung, Alarm. Okay, Warnung mit, okay, okay, okay. Ah, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Aufnahmezeit muss man erst einstellen. 10 Sekunden. Servusle. So, jetzt haben wir einen Tag später. Ich habe ein bisschen gespielt mit der Kamera. Ja, hier hängt sie ja immer noch. Ich habe ein bisschen gespielt und in den Einstellungen, das macht tagsüber eine Tülütüt oder irgendwas. Der Alarm, also aufs Handy kriege ich immer die Benachrichtigungen. Warte mal, jetzt, oder? Aufs Handy kriege ich immer die Benachrichtigungen, aber Alarm löst die nur aus. Also der Alarm geht nur, wenn es dunkel ist. Steht aber sogar dabei. Steht dabei, man kann es aktivieren, dann macht die Düdel-Düdel-Düd oder nur das Licht geht an. Was ich jetzt ganz cool finde, ich nutze jetzt das Licht von der Kamera. Also ich habe jetzt Alarm eingestellt. Alarm nur über Licht. Also geht das Licht an. Wie so ein Bewegungsmelder. Wenn ich nachts hochgehe, habe ich Licht. Ja? Man kann natürlich auch Sirene einstellen. Dann ist das Ding, macht ziemlich einen Krawall. Ja? Macht wirklich ziemlich einen Krawall nachts. Was bei mir hier oben ein bisschen blöd ist, wenn ich das so einstelle, durch das, dass sich die Blätter bewegen, wenn es ein bisschen stürmt, dann macht es alle 2 Stunden. Und ja, aus dem Grund habe ich den Ton ausgeschalten. Brauche ich nicht, aber nur, dass ihr es wisst, also es geht. Der macht dann nur tagsüber, gibt die keinen Alarm. Ja. Habe ich leider auch noch nicht rausgefunden, wie das geht. Ich habe ein bisschen damit gespielt bis jetzt. Ich bin sehr zufrieden. Sie hat auch mittlerweile SD-Karte drin. Also bis jetzt funktioniert sie wirklich sehr zuverlässig. Das Panel da vorne, ich habe unten über dem PC habe ich eine App laufen, dass ich Android nachahmen kann, weil es ist leider keine Netzwerkkamera. Das muss ich mal noch schauen, dass ich das vielleicht dahinter komme, dass man die im Netzwerk anspielen kann. Das wäre noch cool, weil dann könnte ich das Bildsignal für euch freigeben. Rund um die Uhr auf einer Internetseite, da könnt ihr theoretisch immer, wenn ihr Lust habt, auf die Kamera schauen. Das will ich sowieso mal einrichten, weil wie gesagt, ich habe nichts zu verheimlichen. Was noch? Eigentlich nichts mehr. Das wollte ich bloß noch anfügen. Also ich bin bis jetzt sehr zufrieden, wirklich sehr zufrieden. Und genau nochmal wegen der App. Da habe ich sie permanent am Laufen gehabt und habe permanent das Bild gestreamt, weil ich einfach wissen wollte, wie lange hält der Akku. Wenn ich 2 Stunden lang das Bild streame, fällt der Akku von 100 auf 65% runter. Dann läuft sie aber 2 Stunden permanent, wo sie filmt, permanent. Am nächsten Tag war so wie heute, so ein bisschen bewölkt, also ziemlich bewölkt und immer wieder Sonne, war der Akku der Kamera mittags wieder voll. Also für die Zwecke genial, also wirklich genial. Bin ich sehr überrascht, dass die so extrem sparsam laufen und trotzdem ein sehr gutes Bild haben. Ja. Bildertechnisch, aber da glaube ich, mache ich ja mal irgendwann im Winter extra Video. Da habe ich ja noch eine Kamera,
wo ich teste gerade. Das habt ihr noch gar nicht gesehen. Da will ich mal, dass ich die Bilder übereinander lege. Also die Reolink hat ein bisschen besseres Bild wie die. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wäre jetzt für mich persönlich nicht so entscheidend, weil das Bild ist wirklich sehr gut. Man erkennt alles, man erkennt jeden und auch nachts. Also nachts, wenn die beiden Scheinwerfer angehen, die der vorne hat, ist da wirklich ein top klares Bild. Ja. Und von dem her kriege ich von mir klare Kaufempfehlung. Also muss ich so sagen. Hat mich von Anfang an überzeugt. Ja? Also, was heißt von Anfang an überzeugt? Die hat halt von Anfang an das gemacht, was sie machen sollte, ohne Probleme. Und damit bin ich ja sehr zufrieden. Die soll ja nicht irgendwas machen. Hat mich nicht so geärgert wie die andere. So. Dann mache ich Feierabend. Ja, ich komme ja erst von der Arbeit. Ja? Von der Arbeit zur Arbeit. Jetzt muss ich noch Königinnen verschulen. Und dann mal schauen. Und mähen muss ich noch, ich muss unbedingt mähen. Ja. Übrigens, die Lubi, die ihr jetzt hier im Video seht, da werde ich auch noch ein kurz Video machen. Das habt ihr wahrscheinlich dann schon gesehen, die ist gerade im Angebot. Ja, die ist gerade im Angebot. Weil ich überlege mir schon, ob ich für einen anderen Stand, für einen Außenstand, mir eine zweite hole. Bloß das Portable, die Solarplatte, die da dabei ist. Die Lubi ist jetzt nicht gerade so günstig, die ist vom Preis her völlig okay, aber die Solarplatte, die finde ich ein bisschen teuer. Und da schaue ich jetzt gerade, dass ich eine normale Platte nehme mit einem Adapter. Dann könnte ich nämlich die rund um die Uhr betreiben mit 12 Volt und das wäre für mich schon nicht schlecht. Ja. Da hätte ich auch mal so einen richtigen Hardcore-Langzeittest. Wie lange macht es das Ding durch, wenn das immer läuft? Immer. Ja. Bin ich wirklich gespannt. Das wäre für einen Außenstand für mich das optimal, weil dann hätte ich Licht. Und ich würde nicht über den Wechselrichter gehen, weil ich dann wieder die Umwandlung auf die 220 Volt wieder ein paar Watt verliere, ein paar Amperestunden. Das saugt mir ein bisschen zu viel. Ich würde direkt über die 12 Volt oder 12 Volt Lichtsystem anbauen. Ist mir eigentlich lieber, weil kannst du irgendwelche 12 Volt LEDs und fertig aus die Maus. Und dann über den Zigarettenanzünderanschluss einfach anstecken und dann mit Lichtschalter, dann könnte ich das mobil einfach irgendwo nutzen. Und das glaube ich, werde ich noch machen. Ja. Dann nehme ich euch vielleicht auch mal an einen anderen Stand mit. Jetzt aber wirklich Feierabend. Tschüss, haut rein, bleibt gesund und ich hoffe, ich habe da auch schon irgendwo den Gutscheincode eingeblendet für die Kamera. Den habe ich noch aus den Rippen geleiert. Ja. Ja. Jetzt haben sie es versprochen, dann wieder nie. Aber tschüss. Ich muss jetzt.